Liebe Kinder, dies ist die Geschichte von dem Hund Buffy, der mit seinem Herrchen glücklich und zufrieden zusammenlebte. Jeden Morgen gab ihm sein Herrchen ein 50-Pfennig-Stück und schickte ihn los, die Morgenzeitung zu besorgen. Und Buffy machte sich auf den Weg, um seine tägliche Pflicht zu erfüllen. Ja, das liebe, brave Hündchen. So ging es Tag für Tag und Jahr für Jahr. Eines Tages aber geschah es, dass das Herrchen kein Kleingeld hatte und sagte zu seinem Hund, Wuffi, ich habe nur einen 50-Mark-Schein. Gehe hin, hole die Zeitung und bring das Wechselgeld wieder mit zurück. Und Wuffi machte sich auf den Weg und sein Herrchen wartete und wartete und wartete. Als Wuffi nach Stunden noch nicht wieder zurückgekehrt war, machte sich sein Herrchen auf den Weg, um ihn zu suchen. Wuffi! Wuffi! Er suchte überall. Wuffi! Plötzlich entdeckte er ihn hinter einer Hausecke. Aber Wuffi, sowas hast du doch noch nie gemacht. Ja, ich hatte auch nie das Geld dazu.